Vorsitzende und Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, werte Mitglieder des Präsidiums und des Bundesvorstands der CDU Deutschland, werte Ehrengäste und Gäste aus dem In- und Ausland, und Sie begrüße ich abschließend, denn es ist Ihr Parteitag. Liebe Delegierte der CDU aus ganz Deutschland, herzlich willkommen hier in Karlsruhe zu Ihrem Bundesparteitag. Es ist uns eine große Ehre, dass wir Sie hier begrüßen dürfen. Bereits 2010 waren Sie hier und insgesamt schon fünfmal in unserer Stadt. In einer jungen, einer dynamischen, einer innovativen und einer internationalen Stadt, in einer ebensolchen Region, der Technologieregion Karlsruhe. Und ich darf Ihnen, wenn wir schon mal gerade bei Jubiläen sind, natürlich auch zu 70 Jahren CDU ganz herzlich gratulieren. Wir feiern dieses Jahr unseren 300. Stadtgeburtstag und von Jubilar zu Jubilarin tut ein Lob, eine Anerkennung, eine Wertschätzung gut. Nochmal Gratulation von meiner Seite und von der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Eine kommunalpolitische Entwicklung, und das darf ich mir jetzt hier anmaßen, es zu beurteilen, wie sie in den letzten 70 Jahren in Deutschland stattgefunden hat und wie sie eine kommunale Daseinsvorsorge gestärkt hat, die es jetzt an vielen Stellen zu verteidigen gilt, wäre ohne die großen Volksparteien nicht möglich und nicht erfolgreich gewesen. Und deswegen Gratulation zu 70 Jahren CDU und 70 Jahren Kommunalpolitik. Sie kennen Karlsruhe als Residenz des Rechtes, als Stadt, in der das Bundesverfassungsgericht, der Bundesgerichtshof und die Bundesanwaltschaft ihren Sitz haben. Sie kennen Karlsruhe als Wissenschaftsstandort mit 26 Forschungseinrichtungen, 9 Hochschulen, 42.000 Studierenden und mit dem KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, einer bundesweit einzigartigen Konstruktion aus der ältesten Technischen Universität Deutschlands, verbunden mit einem großen Bundesforschungszentrum. Und erst diese einzigartige Verschmelzung hat es in die Top-Liga auch internationaler Universitäten und Hochschulen gebracht. Sie kennen uns als Stadt der IT, der Informations- und Kommunikationstechnologie. Und wenn ich hier Stadt und Region zusammennehme, dann bieten wir hier 36.000 Arbeitsplätze in dem Bereich, über 4.000 IT-Unternehmen, von denen etwa 1.200 in Europas größtem IT-Cluster, dem Cyberforum, zusammengefasst sind. Und wir sind nach einer neuen Studie der Europäischen Kommission, die ja über 1.000 Regionen in Europa nach ihrer IT-Stärke beurteilt hat, nach München, nach Paris und London auf den 4. Rang gekommen. Sie kennen uns als Kunst- und Kulturstadt, und ich darf Sie einladen ins Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, ins Badische Landesmuseum, in die Städtische Galerie oder das Badische Staatstheater. Sie kennen uns als Stadt der Mobilität. Wir sind nicht nur die Stadt, in der Karl Benz studiert und seine ersten Planungen für das Automobil entwickelt hat, der Freiherr von Dreis das Laufrad erfunden. Wir sind auch die Bundeshauptstadt im Carsharing. Wir haben das Karlsruher Modell eines einzigartigen ÖPNV-Angebots mit Stadtbahnen sowohl auf den Straßenbahnen als auch auf den DB-Schienen und einem Netz von mittlerweile 700 Kilometern. Und wir haben es in einem Aufholprozess in den letzten 7 Jahren geschafft, aus einer fernen Platzierung auf Platz 2 der Fahrradstädte Deutschlands zu kommen. Sie kennen uns vielleicht noch nicht als Sonnenstadt, und ich glaube, dass es uns heute gelingen wird, Ihnen auch das richtige Karlsruher Wetter zu bieten, wenn Sie denn dann aus diesen heiligen Hallen mal herauskommen. Und ich darf Sie auch zum Genuss und in unsere Umgebung einladen. Eingebettet in die Südpfalz, das Elsass, den Kraichgau und den Schwarzwald, können wir hier auch gut leben, gut essen und dann auch eben gemeinsam gut arbeiten. Ich hatte 300 Jahre Karlsruhe angesprochen. Wir haben das in einem großen Festivalsommer begangen mit 600 Veranstaltungen, mit 80 Stadtteilprojekten, mit 11 Bürgerprojekten und über 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher. Und es ist uns, denke ich, gelungen, das Image Karlsruhes vor Ort, aber vor allem auch national und international neu aufzustellen und ein bisschen gegenzusteuern gegen die alten Klischees, dass wir so als verschlafene Residenz oder auch Beamtenstadt so ein bisschen den Anschluss an die Neuzeit verloren haben könnten. Drei Aspekte unserer Stadtgeschichte, wie wir sie uns ja jetzt natürlich anlässlich von 300 Jahren auch erarbeitet haben, will ich Ihnen noch kurz auf den Weg mitgeben, weil ich glaube, dass das durchaus beispielgebend auch für manch aktuelle Diskussion sein könnte.
Unsere Stadtgründung ist eingebettet zwischen die Grundsteinlegung am 17. Juni 1715 und den Erlass des sogenannten Privilegienbriefs am 24. September 1715. Der Stadtgründer Karl Wilhelm von Baden-Durlach, sozusagen der erste Zuwanderer dieser Stadt aus dem benachbarten Durlach, hat sich entschieden, hier mitten im Wald eine neue Stadt zu bauen, um endlich das umsetzen zu können, was ihm die Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt ein wenig verwehrt haben, so zu bauen, wie er es wollte, so zu leben, wie er es wollte und so zu gestalten, wie er es wollte. Das hat am 17. Juni zu einer Grundsteinlegung mitten im Wald geführt. Sie können das heute im Schlossturm noch besichtigen. Schnell hat er die Erfahrung gemacht, dass er alleine eine solche Stadt nicht begründen kann. Und er musste jetzt Menschen finden, die hierher ziehen aus allen Richtungen, mit allen Berufen, mit Elan und mit neuen Ideen. Und der Privilegienbrief vom 24. September ist ausgelöst worden durch das Anschreiben eines württembergischen Schmiedes, der gefragt hat, wenn ich zu dir komme, was bietest du mir denn? Und so hat er in einem Privilegienbrief Steuerfreiheit, Niederlassungsfreiheit, Berufsfreiheit, Religionsfreiheit und viele Freiheiten versprechen müssen. Und das Spannende, das Ambivalente unserer Stadtgründung, und das zieht sich durch die Geschichte durch, ist dieser Gegensatz aus einem absolutistischen Anspruch, etwas zu tun, was man den eigenen Bürgern oder Bürgerinnen vorher nicht abtrotzen konnte, und dem Versprechen von Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten, wie man sie es früher seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern noch nicht versprechen konnte und wollte. Und aus dieser Ambivalenz des Diskussionsprozesses, eines klaren rechtlichen Rahmens, einer sozialen Fürsorge einerseits, aber auch den Freiheiten, sich zu entwickeln, sich einzubringen und die Stadt gemeinsam voranzubringen, aus dieser Ambivalenz heraus hat sich die badische Liberalität entwickelt, die durchaus über die drei Jahrhunderte beispielgebend ist. Und das sollte auch unser Anspruch sein, wie wir in die Zukunft gehen. Wir sollten Rechtsstaatlichkeit, feste Rahmensetzungen und gemeinsame Verpflichtungen, Werte kennen. Wir sollten aber auch denen, die zu uns kommen, die Freiheit geben, die Möglichkeiten, sich zu entfalten und ihre Talente, ihre Kompetenzen, ihre Ideen in unsere Gesellschaft einzubringen. Ein zweiter Aspekt. Ich kann Sie beruhigen, es wird jetzt immer kürzer. Wir haben festgestellt, es ist das erste Jahrhundertjubiläum, dass wir überhaupt in Frieden und Wohlstand verbringen können. Und das hat uns in diesem Sommer mit großer Demut erfüllt. Und wir sind uns darüber bewusst geworden, dass es der Stadt immer nur dann gut gegangen ist, wenn wir unsere Stärke als europäische Stadt ausspielen konnten. Wenn die Grenze nach Frankreich zu war durch Krieg oder andere Einflüsse, dann ging es der Stadt schlecht. Wenn wir uns mit ganz Europa frei entfalten konnten im Warenaustausch, im Menschen- und Kulturaustausch, dann ist diese Stadt vorangegangen, dann ist diese Stadt, hat sich entwickelt, und das ist etwas, was wir mehr denn je beherzigen sollten. Und das Dritte, diese Stadt hat ihren Einwanderern nie auferlegt, was sie tun sollen, wie sie es tun sollen und wohin sie sich entwickeln sollen, sondern hat immer die Freiräume geschaffen und vorgehalten, dass sie ihre eigenen Ideen hier voranbringen konnten. Wir rüsten uns auf Industrie 4.0. Wir rüsten uns darauf, dass wir nicht nur eine innovative Stadt in einer innovativen Region sein wollen, sondern wir bieten uns als das Reallabor für die Zukunft an, auf eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand in der Lösung der Fragen Energie, der Fragen Mobilität, aber auch der Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und von daher nehmen Sie bitte bei Ihren Beratungen mit. Wir brauchen Zeichen nach vorne, wir brauchen Selbstbewusstsein, wir brauchen keine Abschottung und keine Ausgrenzung. Hier mitten in Europa und nur mitten mit Europa, das ist unsere Botschaft aus dem Stadtjubiläum. Das ist das, was wir leben und zu dem ich Sie herzlich noch mal einladen darf. Und das ist das, worum ich Sie bitte, es bei Ihren Beratungen und bei den Ergebnissen Ihrer Beratungen zu berücksichtigen. Dankeschön.